Wir schauen den Level TV von den CeBIT 2010 und zwar haben wir hier das Asus EPC 1016P, das ein Businessmodell sein soll. Hier sind die technischen Daten, auf wendevil.com findet natürlich noch viel mehr dazu. Wir haben wieder eine schicke Tastatur. Jetzt ist es nur hier Plastik als Oberfläche für unsere Handballen, aber der Rest hier ist Alu, also es ist sehr gut verarbeitet. Jetzt schon, obwohl das erst Ende Juni, Anfang Juli rauskommen soll. Mattes Display, wie ihr hier erkennen könnt, mit einem recht dicken Bildschirmrand, aber hier auch alles Alu gehalten. Natürlich eine Kamera oben auf der linken Seite. Seht ihr, wir haben den Stromeingang, VGA-Eingang, USB, natürlich Lüfter. An der Vorderseite haben wir hier nichts, außer vier Status-LEDs und auf der linken Seite natürlich ein SD-Kartenleser, Kopfhörer, Mikrofon, zwei USB, Kensington-Lock und wieder ein Netzwerkeingang, der hinter einer Klappe versteckt ist. Das Blaue leuchtet hier ganz schön grell, also im Dunkeln könnte es ganz schön störend sein. Ansonsten, wie schon gesagt, 1024x600 10,1 Zoll Display, das matt ist. Der Akku soll schön lang halten und zwar steht es jetzt hier nicht da. Also hier steht 9 Stunden, aber das liegt daran, dass zu MTS-Mode mit eingerechnet wird. Es sollen über 10 Stunden möglich sein. Außen auch schönes Alu-Design mit Asus-Logo. Das Gerät ist insgesamt dicker als das 1016P, denn das ist für Business-Use gedacht und deswegen auch ein bisschen robuster und besser. Für Endeavil TV, das ist aber das Skal, mit CeBIT 2010, mit dem Asus EPC 1000.